Während viele Menschen, gerade in Deutschland, den neuen Papst in Rom mit Freude, Respekt und besonderem Interesse verfolgen, gibt es in Deutschland selbst gelegentlich Enttäuschung, manchmal sogar Resignation. Tatsächlich haben einige innerkirchliche Entwicklungen der letzten Monate zu Unverständnis, auch Unmut beigetragen. Dabei geht es in der Sache immer wieder um das gleiche gemeinsame Anliegen: Nächstenliebe, Toleranz, Mitmenschlichkeit, Solidarität. Das ist ja auch und gerade das besondere Anliegen und das seit Jahrzehnten der großen kirchlichen Hilfswerke Adveniat, Miserior, Brot für die Welt, die sich immer wieder darum bemühen, diesem Anliegen auch praktisch Rechnung zu tragen. Und deswegen wäre es völlig unverständlich, jedenfalls unvernünftig, jetzt aus Enttäuschung über die ein oder andere Entwicklung im eigenen Land die Unterstützung für dieses Anliegen zu versagen. Jeder, der jetzt aus vielleicht verständlicher Verärgerung oder Verunsicherung nicht spendet, muss wissen, dass er jedenfalls ganz sicher die Falschen trifft. Die Armen, die Verfolgten, die Notleidenden, die von Katastrophen Betroffenen. Das gilt ganz besonders im Augenblick etwa für die Menschen auf den Philippinen, aber es gilt auch für die vielen alltäglichen, namenlosen Katastrophenopfer, um die sich gerade die großen Hilfswerke bemühen. Und deswegen bitte ich Sie herzlich darum, helfen Sie mit, machen Sie dieses Anliegen auch zu Ihrem Anliegen, spenden Sie, teilen Sie und tun Sie es vor allem jetzt.